Network von der Caritas gebaut noch rund 55.000 Kontakte, die wir in dieser Zeit hatten. Weitaus mehr als 1.000 Jugendliche, die wir, verschiedene Jugendliche, die wir in diesen 10 Jahren betreut und begleitet haben. In Parks, in öffentlichen Straßen, in Plätzen, in Lokalen, mitunter auch im Gefängnis, bei Haftbesuchen und in sonstigen Szenen, wo sich eben Jugendliche bewegen. Was hat er heute am meisten getaugt? Am meisten? Ja, herumrennen mit ein bisschen so mit Kamerafilmen und so, Leute fragen, was sie so alles machen. Jo, hallo, erstmal, mein Name ist Shorty. Problematisches habe ich in mir selbst genug, von anderen möchte ich Positives hören. Und ich denke, wir in der Sozialarbeit neigen dann eher dazu, Dramen, Schwierigkeiten zu beschreiben. Und ich glaube, wir sind nicht so gut, bestimmte Dinge nach innen zu halten und nach außen zu zeigen. Die Medizin hat ihr Renommee auch nicht davon, dass sie berichtet, wer alles in den Kliniken stirbt, sondern sie hat ihr Renommee, dass sie schon wieder eine neue Heilmethode erfunden hat. Konkret, Kurzkurse sind PR-Arbeit. Erstens finden Sie eine Ansprechperson, zweitens schauen Sie, welche Plattformen die Medien überhaupt zur Verfügung haben und drittens finden Sie ein geeignetes Thema für die jeweilige Plattform. Ich bin gebürtiger Villacher Kärntner. Mein Vater ist bosnischer Kroate, meine Mutter ist eine Rumänin. Ich komme Albaner und Bosnier. Ja? Wenn Jugendliche, wenn Teenager zusammenkommen, das ist kein Gang, Chicago-Gang oder. Man muss schon einmal so einen Burschen, Mädels, so geht's nicht. Und ran ist ein Dreck weg. Da war der Grundtenor Vereinbarungskultur, Dialogkultur, Beteiligungskultur. Und wenn es dann Regeln gibt, dass man sich gemeinsam daran hält. And the most beautiful expression of democracy? Big word.